Brauchst du Hilfe, dann komm ich. Das schaffst du. Kommst du hier auch? Soll ich deine Tasche mitbringen? Nein, lass stehen. Wir machen Fenster auf und nimmt. Ach so. Hallo. Das ist Erwin und das ist Erika. Bekannter Name, ne? So. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Was ist denn das? Steffen war hier. So, warum haben da einige Wünsche? Dann werden wir noch erfüllen und dann. Da fliegen die dann schnell nach Miami kochen. Erstmal. Ja. Ah, ja, ja, das ist eine andere Welt. Ja, aber. Und wisst ihr, Erika, ich bin stolz darauf, dass ich so ein kleines Stückchen auch von so einer Welt habe. Ja, doch schön. Denn so eine Kiste hat nicht jeder. Jetzt kommen wir auf den Dämmeritzsee. Grün Heide sieht. Sagen am S-Bahn. Ja, doch. Aber das ist Stadtbezirk Köpenick. Dann streite doch nicht immer mit mir. Aber jetzt nicht in Köpenick, sondern in Kölzhagen. Ja, doch. Ja, hallo. Die Strippeln. Darf ich mal vorstellen? Das ist Heidi. Wer ist denn da? Da, das ist Heidi. Ja, und Heidi geht jetzt ins Wasser. Genau. Erika guckt zu. Ja, ich bring Erika mit. Was machst du denn damit? Erika, da geht ja nun gar nicht. Warte, ich muss den Bildschirm umklappen. Da vorne sitzt mein Großcousin. Ich mach das Gitter wieder zurück, das Ding. Da sind wir. So, Leute, jetzt wird das ganz lustig. Oh Mann, oh Mann. Ohne jetzt nicht. Was wollt ihr mit dem blauen Ding? Kommst du nicht mehr hoch? Ja, Sicherheitsstab. Hey, hey, hey. Du kommst doch wieder, ne? Ja, ich hab mich bemüht. Ja, wer soll sonst für mich kochen, du? Ja, ich komme wieder, mein Schatz. Ja, trockne dich, kühl dich schön ab. Weil das... Ja, was meinst du, wir sind aufgeheilt. Ich selbst, ich hab verweist, ich hab Heidi, wo hast du denn die alte Ossi-Maske da oben her? Warte mal, Erika. Zieh dich ran. Ich hab die Ringe noch um, die rutschen mir. Oh ja. Und die Brille muss noch. Ja, also inzwischen hat die Heidi... Also für Erika ist das Premiere. Du gehst das erste Mal jetzt in das Spreewasser hier, ne? Das Spreewasser. Da freut der Klaus sich schon seit Tagen drauf, dass wir im Spreewasser schwimmen werden. Ja, klar. Boah, ist das kalt, ey. Nein. Das ist nicht kalt. Wilfried, lach nicht so, bitte komm bitte rein. Nee, machen wir nicht. Ich bin immer so. Aber ich habe auch im Elfrater See mal so ein Theater. Geh runter. Ich bin eine Zimperlese. Ich habe ja gedacht, Klaus, dass du ein bisschen mutiger bist. Ich bin ganz mutig. Einer muss ja filmen. Übrigens, das ist eine Unterwasserkamera. Hast du was heißt? Die ist für Unterwasser. Wenn ich reinkomme, habe ich die bei. Das macht gar nichts. Ja, ist schon klar. Erika, wie lange dauert das noch? Ja, ganz kalt. Erika, mach dich ein bisschen nass so. Ja. Oh. Und dann über 1, 2, 3,5. Gleich ist gut. Ja, schon, dann kann man sich ganz bequem machen. Ja. Noch eine, aha. Dann sitzt du. Aha. Hallo, zeig dir nicht so Schweinereien. Ist aber auch. Hast du gehört, hat er gesagt? Nein. Legst du dich mit deinem Herrn und Gebieter an? Aber du, das ist was los.
Jetzt hat der Klaus alles wieder aufgenommen. Ja, na klar. Was machst denn du? Ja, du kannst nicht wegkommen. Ich dachte, du erzählst es von den Fischen. Nein. Nein, das erzählst du. Von den Fischen, wo der liebe Gott. Ach so. Na gut, wenn du das nicht erzählst. Nachher erzähle ich das. Ja. Das erzähle ich beim Essen nachher. Ja, ganz klar. Irgendwo muss ich noch ein halbes Schnäpschen haben. Was willst du sagen? Nein, nicht so. Aber alles doch. Bist du klein da, wa? Nein, um Gottes Willen. Nein, wisst ihr? Sag mal, nimmst du das jetzt alles auf? Oder? Nein. Klaus. So viel Band habe ich doch gar nicht da drin. Du hör mal zu. Du über lieber einen Palstick, bevor du hier filmst. Ja, klar. Da machst du wenigstens was Gescheites. Und dann? Ja.